Ja, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Mir fällt gerade auf, ich habe noch das Default Texture Pack drinnen. Done. Ja, schon viel schöner. Schon viel, viel schöner. Eine Sekündchen noch. Eine Sekündchen. Musik und Soundsetting. Nein, die Musik brauchen wir überhaupt nicht. Und Master Volume mache ich mal so auf die 40%. Das ist 50, 40. Das dürfte eigentlich locker reichen. Hat er das jetzt gefressen? Ja. Wunderbar. Gut. Ich check nochmal kurz. Ja, die Aufnahmelautstärke dürfte passen. Palim. Boah, ist das noch laut. So, es regnet auschen und wir haben doch Gott sei Dank schon ein Dach über dem Kopf. Also einigermaßen halt, ne? Ich habe mir trotzdem gedacht, ich könnte jetzt doch mal... Boah, ist das noch laut. Das klappt ja gar nicht. So, jetzt. Meine Überlegung war nach wie vor... es ist nass kalt. Ob ich nicht vielleicht doch jetzt... Als erstes epischer Lichtbug. Genau, ich wollte hier als allererstes wollte ich hier noch ein bisschen was umziehen. Doch nochmal umbauen. So, der Pfosten kommt nämlich hier weg. Und da weg. Und der Pfosten kommt nämlich dahin. So. Oakwood. So. Ja. Und damit hätten wir jetzt schon das Problem. Out of Stone. Ich bin noch so dämlich. Ich habe auch da drin eine Treppe. Aber egal. Gut, wir sind out of Stone. Gott, ich bin so verpeilt. Halt, stopp. Halt, stopp. Jetzt rede ich. Den da wollte ich auch noch eins weiter rüber versetzen. Ganz einfach, weil das Ganze dann noch ein bisschen mehr Struktur bekommt. So, und dann werde ich jetzt direkt mal... Boah, das ist immer noch so laut. So, jetzt. Ja, jetzt passt es einigermaßen. Es hat aufgehört zu kippen. Nochmal. Ja, so passt jetzt. Ich mache mir noch eine Hacke, eine Axt. Und dann gehe ich nochmal Holz klopfen. Weil ich einfach nicht genügend Holz, nicht Holz klopfen, sondern Dings, Stein. Weil ich einfach permanent chronischen Holz, sehr fix, Steinmangel habe. Und ich denke, dieser Steinmangel... Willst du mich verarschen? Verarsch mich nicht, Alter. Uff. Schock meines Lebens. Wo kam der Kackviech-Creeper her? Also er stand auf jeden Fall plötzlich hinter mir da. Oh mein Gott.
Wieso ist die Türe da offen? Wo kam das Viech her? Von außen? Na super, das bezahlt mir keine Versicherung. Wieder beim Thema Steine klopfen wäre. Wo kommt der Creeper her? Kackviech, ich hasse dich. Nein. Das kannst du nicht bringen. Guck dir mal das Loch an. Na super, und der hat auch sämtliche Truhen in die Luft gejagt. Und das Fenster hat er auch kaputt gemacht. Und jetzt wird's auch noch nacht. Ja, wunderbar. Toll hast du das gemacht, Creeper. Ganz toll. Und ich hab's natürlich keinen Dreck mehr, um hier oben das Loch zu stopfen. Kackviech. Mein Bett kaputt gemacht. Immerhin steht die Werkbank noch. Alter, das Viech hat ja echt alles abgeräumt. Da legt sie aber nieder, hey. So, erstmal hier ein bisschen Glas machen. Ja, ja gut. Wo kam der her? Wo verdammt nochmal kam der Creeper her? Ich bin echt schockiert, ich bin echt geschockt. Für mein restliches Leben werde ich Albträume haben. Genius. Das ist schon mal Creeper sicher jetzt von oben. Meine Güte, das kann es doch nicht bringen. Da hier unten habe ich übrigens auch beschlossen, dass hier unten ist hässlich. Das ist Materialverschwendung. Das ist sinnfrei. Das wird ein großer Hobbykeller mit einer... wie heißt's? Muckibude und einem Enderportal. Nicht Ender. Mit einem Dingsportal. Und kein räumlich abgegrenztes, durchstrukturiertes Haus. Gebäude, Räumlichkeit, Stockwerk, meine ich. Oh. Leute, ich bin noch ein alter Mann, das könnt ihr doch nicht bringen. Fast mein Herzschrittmacher stehen geblieben.
So. Jetzt muss ich mir dann wieder ein neues Bettchen organisieren. Liegt bestimmt nicht daran, dass mir gerade im Nacken ein Creeper entgegengesprungen kam. Bestimmt nicht. Nee, der Creeper war das nicht. Das ist einfach mein Temperament. Guck mal, der hat mich fast umgebracht, das Viech. Ich höre es noch zischen. Aber das Problem ist, es ist jetzt auch nicht mehr so ganz so früh und abgesehen davon, ja, habe ich auch einen ziemlich langen Arbeitstag hinter mir und da reagiert man einfach nicht mehr so schnell. Und dann macht's bumm. Und du da außen guckst, das meine ich so blöd, ja? Sonst geht's uns ja aber gut, oder? Gut geht's. Uns geht's super. Oh, guck mal, bevor die hier nochmal irgendwie auseinandernehmen. Ja, da kommt doch schon der nächste Kandidat anmarschiert. Angecreept. Kannst du knicken, Kollege. Kannst du so gepflegt einfach nur vergessen. Nö. Nö, 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 nö. No, no, no. Not with me today. So viel zum Thema Angstraum. Den sollte ich dann eigentlich aus Obsidian konstruieren. Ganz ehrlich, wenn da ein Creeper hier reinkommt und einen durchs Haus jagt, da kommt man niemals zu diesem Angstraum. Ach, ist doch scheißegal. Ist ja nur ein Spiel, aber holy moly, habe ich mich erschreckt. Wo ist denn hier mein Futter? Da ist mein Futter. Das kannst du doch nicht bringen. Alter Mann, nee. Einen alten Mann so zu erschrecken. Super, und sind wir auch noch gleich out of Futter. Sind wir jetzt dann gleich noch. Und dann kann ich jetzt dann bei Nacht, kann ich jetzt dann darüber watscheln. Nee, da warte ich bis zum nächsten Tag. Und dann kann ich ja währenddessen jetzt schon mal hier anfangen, den Keller auszukleiden. Und die Streckbank einzubauen. Streckbank. Für kleine aufmüpfige Creeper-Kinder. So, dann bräuchte man halt noch Cobblestone. Cobblestone. Achso, das da oben sollte man vielleicht auch noch wegklopfen dann so. Oh. Ist ein bisschen arg dunkel hier. Ich weiß noch nicht so ganz, welchen Boden ich hier dann reinziehen werde. Aber das ist ja momentan noch relativ. Egal. So, mir ist jetzt zu viel rumgeswitcht. So.